So, und wir machen gleich weiter mit Podcast von Sven Heidenreich. Ich werde nochmal spülen, ich war gerade auf dem Klo. Ja, das gehört dazu. Wir haben Folgenummer 420 jetzt. 420, ja. Ich dachte, ich mache nochmal eine Folge nach der emotionalen Folge, die ja nun wirklich sich mit mir selbst sehr beschäftigt hat und mit meiner... Ja, mache ich nochmal eine kleine Entspannungsfolge mit Kaffee machen und Essen machen und so ein bisschen, dass wir uns auch ein bisschen erholen können. Nicht wahr, Mia? Was sagst du dazu? Mia spricht mit mir nicht. Ist beleidigt. Ne, Mia? Achso, die ist da unten auf dem Schrank. Na, Mia? Ja, ansonsten, wie gesagt, ja, ich habe ja gesagt, die Osterfeiertage werde ich nutzen, um einfach wieder mal ein paar Folgen rauszuhauen. Mit oder ohne Sinn, ist eigentlich egal. Hauptsache, ich habe das Gerät jetzt mal wieder in der Hand, denn ich habe bei der letzten Folge wirklich festgestellt, ja, also am Pullover klingt es immer ein bisschen besser, wenn ich einen Pullover anhabe, aber gerade beim T-Shirt merke ich manchmal, dass die Höhen wirklich sehr geschluckt werden. Also klar, es ist okay, wenn ich jetzt was mache, so wie jetzt in der Küche. Also jetzt werde ich es auch kurz nochmal ranklemmen an T-Shirt, wenn ich mir mein Essen warm mache. Das mache ich jetzt so. Aber ich stelle doch immer wieder fest, dass die Höhen ziemlich leiden, wenn man das Gerät ziemlich am Mund hat. Und auch noch am T-Shirt. Also das, aber das nur fällt vielleicht mir nur auf oder vielleicht, weil ich auch so ein Höhenfan bin. Ja, ist halt so. Gut, aber irgendeinen Verlust hat man ja immer. Ich finde, wenn das Gerät richtig so vor einem steht und die Mikrofone hochzeigen, dann ist der Sound eigentlich immer sehr breit und man hört wirklich alles, von den Bässen bis über die Höhen. Und ja, deshalb werde ich es nachher auch wieder hinstellen, wenn das Essen dann fertig ist. Ja, ich esse meine Rouladen weiter. Hier haben wir sie. Also im Gefäß natürlich. Ich werde sie jetzt mal, Moment, Deckel nur drauf lassen und dann schalten wir mal die Mikrowelle an. Ja, und nebenbei werde ich mir noch einen Kaffee machen, einen Kaffee. Gucken, was ich mir mache. Ich weiß es noch nicht. Aber schauen wir mal, dann sehen wir schon, sagte der Blinde und rannte gegen einen Baum. Ja, ich liebe diesen Spruch einfach. So, also jetzt noch einen schönen Abendkaffee und entspannen wir uns mal ein bisschen. Ich denke, das muss Ostern sein. Ich habe natürlich jetzt nicht die ganzen Filme gehört, weil ich geschlafen habe, aber ich bin vorhin auch noch mal kurz eingeschlafen. Ja, so ist das, ne? Ach so, Tasse brauche ich ja jetzt. Wieso stehe ich neben Abwasch? Ja, so geht's los. So, jetzt brauche ich, was brauche ich denn? Da. Hier haben wir den Bibabeli. Genau, ich werde mir einen Beli machen. Ich nehme aber zwei Pads, denn ich will, dass er ein bisschen stärker ist. So. Genau. Also erstmal ein Pad. Das sind nämlich diese großen Pads. So. Jetzt brauche ich natürlich noch. Ich brauche noch Süßstoff. Oh, jetzt aufpassen, dass mein Essen nicht zu heiß wird. Mach mal die Mikrowelle lieber aus. So. Genau, ein bisschen. Genau, jetzt haben wir auch den Süßstoff. Denn ich will Belis mal ein bisschen stärker machen und von daher, ja, ein bisschen Alkohol im Kaffee, nee, ist ja kein Alkohol, ist ja nur der Geschmack, aber ja, gibt es halt von Senseo auch.
glaube, das ist Senseo. Also, welche Firma das ist genau ist. Ich glaube, es ist sogar wirklich Senseo. So, ja, das Gerät habe ich jetzt so links am T-Shirt angemacht. Ja, so. Dann wollen wir mal Pad Nummer 1 machen. Ja, steht auch drunter. Ja, wunderbar. Mein Kater ist auch schon wieder da und kratzt am Holz. Genau. So, wir haben es. Nummer 1. Denn sonst schmeckt der nämlich sehr nach Wasser und ich möchte doch, dass es ein bisschen. So, den zweiten Pad. Ja. Ja, knall ich nochmal die 420 ran, damit ihr noch eine Folge habt mit ein bisschen Atmosphäre. Und dann habe ich, denke ich mal, auch genug für heute getan und genug Folgen hochgeladen. So, machen wir weiter. Ja, Wasser ist noch drin, das ist schön. Genau, fertig. So, ausmachen. Dann. Zack. So, dann haben wir den Baileys Kaffee. So, ein bisschen rühren. Haben wir gerührt? Ja, haben wir gerührt. So, schön. Wir haben es 22.43 Uhr. Ist ja auch schon eine schöne Zeit. Gut, das alles gut, ne? So, jetzt die Rouladen. Da ist mein Löffel, genau. Den benötige ich ja. Oh, jetzt mal gucken. Du gehst mal runter hier. Das ist mein Essen. Ja, so viel ist es ja nicht mehr. Aber es ist immerhin noch. So. Ne? So. So. Jetzt habe ich hier meine Rouladen, mein Rest. Ja, heiß ist es auch. Ne? Ging ja schnell mit der Mikrowelle. Ja, ist auch noch ordentlich. Also die Portion ist auch, sagen wir mal, noch okay. Ja, also ist jetzt nicht so. Dann mein Kaffee und nochmal rühren. So, und jetzt nochmal einen Schluck nehmen davon, von dem Baileys-Kaffee. Aber jetzt stelle ich mein Gerät wieder auf den Tisch. Denn irgendwie möchte ich einfach mal wieder einen klareren Sound haben. So. Wo stelle ich das denn am besten hin? Na, am besten hier so mehr rechts. Genau, dass ihr so ein bisschen Atmosphäre kriegt. Wir haben keinen Weit- und keinen Zoom eingestellt. Also ganz normal, so wie das Gerät aufnimmt. Halt jetzt ein bisschen, aber das ist halt Atmosphäre. Gut, jetzt trinke ich mal einen Schluck von diesen Baileys. Genau so muss das schmecken. Genau, jetzt habe ich ihn richtig. Bisschen mehr Süßstoff reingemacht. Ist wie ein Baileys, nur dass man davon nicht besoffen wird.
Wunderbar. Ja, so schmeckt der super. So, jetzt meine Roulade mit Knödel. Lecker. Einfach lecker. Selbstgemacht ist selbstgemacht, da kann man sagen, was man will. Hat jeder gut gekocht, auf jeden Fall. Also Rouladen ist was Leckeres. Schöner als wenn man abends noch sich einen Rest warm macht und dann einfach noch ein bisschen was isst, dazu einen schönen Kaffee trinkt. In meinem Fall jetzt ein Baileys Kaffee. Also ich esse ja schon gerne Knödel, also jetzt nicht dauernd, aber ich muss sagen, Knödel hat was. Manche Leute mögen ja Knödel nicht oder Klöße oder wie auch immer sich das nennt. Aber da gibt es ja auch immer verschiedene. Es gibt Semmelklöße, Semmelknödel, es gibt Kartoffelknödel, also ja. Ich esse das eigentlich ganz gerne. Manche Leute essen lieber Kartoffeln dazu, zur Roulade, glaube ich. Ja. Ja, ein bisschen Stille, ein bisschen Essen. Ist halt mal ein ruhiger Entspannungspodcast auf den Abend. Thank you.
So. Das zum Thema Roulade. Ja, jetzt ist die Faust schön angesagt. Das ist schön. So, mein Kaffee und mein Gerät. Mein Gerät, hier steht's. So, Mikrofon zeigt nach oben, um es mit Davids Betonung zu sagen, wie bei dem einen bei der einen Aufnahme. Genau. Mal den Bailey Kaffee trinken. Schmeckt auch. Hier in Mannschnu. Haben Sie die Bürgersteige zugeklappt oder? Wahrscheinlich. Ja, das war also der Karfreitag. Jetzt gucken wir mal, wie der Ostersamstag wird. Und dann haben wir bald auch Ostersonntag. Das heißt, das ist der Tag, an dem die Kinder Eier suchen können, Geschenke suchen können. Und ja, das ist natürlich immer schön für Kinder, ne? Das fand ich ja damals als Kind auch herrlich. Ja, wenn man als Kind dann auch noch dieses Suchen, ne? Ich mochte ja auch Topfschlagen sehr als Spiel, ne? Hat mir immer Spaß gemacht. Kalt, kalt, warm, 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 warm. Mir ging es manchmal gar nicht darum, das zu finden, sondern einfach, war mal froh, wenn es ein bisschen länger gedauert hat, weil man dann einfach von dieser ganzen Situation mehr hatte. Also, ne, wenn man das dann auch richtig suchen konnte und die Herausforderung da war. Und ja, als Kind war vieles anders, aber
ja, einiges kann man sich ja letztendlich wiederholen, anderes wiederum nicht. Ne? Also gewisse Gefühle, glaube ich, oder wie man Erlebnisse verarbeitet, also manches kriegt man eigentlich nicht mehr zurück. Also das, weil man das heute, weil man natürlich heute vieles ganz anders sieht und ja. Aber manche Gefühle kann man sich doch wieder ins Haus holen letztendlich, ne? Also Topfragen würde man heute wahrscheinlich als Erwachsener nicht machen. Höchstens mit ein paar Kindern zusammen oder so, aber ja, ist halt ein Spiel. Ich glaube, das hat jeder von uns mal gespielt. Also egal welche Generation, man kennt das einfach. Und ja. Ja, bei mir war das immer so, also bei mir war das Gewinnen gar nicht mal so das, was ich immer wollte, sondern bei mir war der Spaß einfach wichtig und ich fand es immer schade. Es gab sogar auch mal Situationen, wo ich dann gewonnen habe und das Spiel für mich vorbei war und das fand ich dann eigentlich schlimm, weil ich dachte dann so, toll, jetzt hast du gewonnen, jetzt kannst du nicht mehr mitspielen, weil du ja gewonnen hast. Und deshalb war mir Gewinn immer nie wichtig in Spielen, auch so, wenn es um Mensch ärgerlich nicht geht oder so, dann bin ich eigentlich auch der Typ, der lieber rausfliegt und nochmal anfängt und dann auch bis zum Schluss irgendwie spielt, als wenn man der Erste ist, der schon gewonnen hat und dann auf die anderen warten muss. Ne? Also ich bin gar nicht so wild drauf zu gewinnen irgendwie. Ja, jetzt haben wir es 23 Uhr. Ja, aber deshalb bin ich wahrscheinlich, wenn ich in irgendeiner Mannschaft wäre, egal in welcher Mannschaft, ich wäre wahrscheinlich wirklich so ein Störfaktor, weil ich natürlich nie diesen Ehrgeiz entwickeln würde. Und das ist ja auch das Problem, glaube ich, was bei der Musik bei mir war. Ne? Also ich bin einfach kein Ehrgeiztyp. Ich bin kein Typ, der so dieses, ich muss das jetzt schaffen oder ich will gewinnen oder, ne? Und wenn man natürlich was erreichen will, wenn man sich wirklich was vornimmt, dann muss man natürlich auch ein bisschen ehrgeizig sein und dieses, das habe ich halt irgendwie nicht. Also ich bin so ein Mensch, der immer lieber irgendwo dabei ist. Aber ja, so ein Gewinnertyp bin ich sowieso nicht. Ich bin auch bei Lose oder so. Wenn ich Lose ziehe, dann habe ich meistens Nieten. Oder was man denn da gewinnt, da denke ich dann auch manchmal, ja gut, du gewinnst halt ein großes Plüschtier oder sowas. Also mir geht es manchmal um die Sache selbst auch, ne? Aber ich glaube, in jeder Mannschaft wäre ich da wirklich ein Störfaktor. Die wollen alle gewinnen und ich sage dann auch, so wurscht, wir gewinnen. Hauptsache, wir haben Spaß. Ja, dabei sein ist alles. Kaffee ist alle. Das heißt, ich kann jetzt die Tasche, ja, mein Gott, die Tasse wieder ausspülen. Sprechen will gelernt sein. Ja, so ist das halt für heute. Ausgespült. Ja, das trocknen wir die noch ab und schnell sind wir weg. Und dann ja, ist auch das mit dem Essen erstmal erledigt und mit dem Trinken. Der Podcast ist dann sozusagen vollgepackt mit Atmosphäre und Geräuschen im Haushalt. Ja. Ja, ist eine schöne Runde, oder? Erst Wäsche aufhängen und dann Kaffee und ja, so ist es aber, ne? So kann es kommen. So, und
Tasse ist auch weg. Hier muss ich noch das Wasser ausleeren. Nicht vergessen. Ja, ich lasse kein Wasser in der Maschine. Es gibt Leute, die lassen es drin und benutzen das dann wieder, aber ich bin kein Typ, der Wasser mehrmals, ich meine, klar, wenn ich jetzt Wasser sparen würde, müsste, dann würde ich das natürlich auch machen, aber auf der anderen Seite ja, altes Wasser muss ja auch nicht sein. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Wasser drin lasse im Tank und am nächsten Tag das noch, man kann es natürlich noch mal benutzen, klar. Aber dann verkalkt die Maschine auch schneller. Und ja, oder soll schneller verkalken. Ob das jetzt letztendlich so ist, weiß ich gar nicht. Aber naja, egal. Auf jeden Fall nehme ich mir mal frisches Wasser für den Kaffee. Es ist mir einfach lieber. Ich meine, noch haben wir ja Wasser. Vielleicht kommen ja mal Zeiten, wo es anders ist, wo man auch Wasser, sparen muss. Ne? Die Zeiten kommen, wenn die Lebensmittel schon teurer werden. Na, wer weiß, vielleicht müssen wir irgendwann auch Wasser sparen. Mal schauen. Aber wir wollen ja positiv denken und ja, wird schon alles wieder gut, sage ich jetzt mal. Und von daher, jetzt gehe ich nochmal aufs Klo und ihr hört nochmal Atmosphäre. Ich habe das Gerät aber jetzt in der Hand. Ja. Also ihr werdet schon merken, dass, wenn ihr den Podcast davor mal vergleicht, ne, also die Folge davor, wo ich Wäsche aufgehangen habe, da werdet ihr schon merken, wenn ich das Gerät jetzt so habe oder halt hinstelle, dass die Höhen natürlich viel präsenter sind und ja. Aber gut, das ist hier halt auch kein Lavalier-Mikrofon, das ist halt ein Olympus. Und der Olympus hat nun mal Raummikrofone. Ne? Das ist halt einfach so. Natürlich kann man ihn auch direkt besprechen. Aber ja gut. Da wäre natürlich so ein Lavalier-Mikrofon wahrscheinlich besser, wenn man jetzt wirklich auch... Ja, oder man gibt einfach von einem Programm die Höhen wieder dazu. So wie ich das ja bei einigen Folgen gemacht habe. Das geht ja auch. Dann muss man aber wieder mit Audacity ran oder so. Das ist natürlich auch, werde ich auch mal wieder machen zwischendurch. Also wie gesagt, nur weil ich jetzt momentan mit dem iPhone alles mache, heißt das natürlich nicht, dass ich die Programme nicht mehr benutze. Natürlich werde ich auch mal wieder mit Audacity arbeiten. Also das... Nur es ist natürlich so, dass es am iPhone wesentlich schneller geht. Also gerade wenn ich morgens eine Folge hochlade und arbeiten muss, dann, wenn ich dann noch mit Audacity das bearbeiten muss und die Höhen rein und so, und das dauert natürlich länger. Und für morgens ist es natürlich besser, dann mit dem iPhone die Folge hochzuladen. Ja, das ist der eigentliche Grund. Ja, und wie ich halt auch erzählt habe, dass ich eigentlich lieber mit dem iPhone arbeite als mit meinem Computer. Aber das ist eine persönliche Sache. Klar hätte ich vielleicht einen schnelleren Rechner oder einen aktuelleren Rechner, würde ich das wahrscheinlich auch anders sehen. Also wenn ich jetzt einen Rechner von 2022 hätte, dann wäre es auch anders. Ja, Hochleistungsding habe ich aber nicht. Ja. Werde ich auch nie haben. Ja, aber so ist das. Ne? So. Jetzt werden wir auch die Folge hier hochladen. Die Ess- und Trinkfolge. Und dann habt ihr sozusagen auch noch die 420. Und ja, ist ja eigentlich ganz gut. Und da muss ich auch mein Handy bald wieder laden, weil das ist schon wieder leer. Fast. Das ist schon unter 20%. Ja, meine Apple Watch, wie viel Prozent hat die noch? Naja, gut. 21 und 5. Batterien 85%.
Ja, die Apple Watch hat natürlich noch 85%, aber das liegt ja auch daran, dass ich mit der Apple Watch nicht so viel mache. Ja, das ist ja eigentlich mehr eine Uhr und da ich ja auch diese ganzen Gesundheitsfeatures nicht aktiviert habe oder Schritte zählen und all den ganzen Kram, verbraucht sie natürlich weitaus weniger Akku. Ja, und mit dem Handy mache ich ja schon wesentlich mehr. Außerdem ist ja das Handy auch älter. Ja, also der Akku ist ja halt schon... Ja, aber so ist es halt. Dann lade ich das Handy nachher nochmal auf und dann ist gut. Also das stört mich auch nicht. Im Gegenteil, ich muss sagen, ich muss immer wieder sagen, als ich noch Handys hatte, die länger gehalten haben, vom Akku her, dicke, als ich noch Handys hatte, die länger gehalten haben, ist mir meistens passiert, dass ich dann zu lange gewartet habe und mein Handy leer war. Und das ist mir dann unterwegs passiert. Ja, und mit dem iPhone ist mir das noch nie passiert. Erstaunlicherweise. Naja, weil ich es halt immer nachts auflade. Dadurch ist es dann immer morgens voll. Und da habe ich immer die 100% und ich habe immer schön Akku. Und das ist mir mit den anderen Handys, die ich hatte, mit meinen Nokias, die natürlich, wo ich die 4 Wochen lang nutzen konnte, ohne aufzuladen, da hatte ich aber oft das Problem, dass das Akku plötzlich alle war. Also ich muss sagen, ja, was ist nun besser? Ne? Also klar, wäre mir auch lieber manchmal, wenn mein iPhone so ein Hochleistungsakku drin hätte oder so. Auf der anderen Seite, ja, man gewöhnt sich natürlich auch dran. Ja. Und ich sag mal, das ist ja wie mit allen Dingen, ja. Man gewöhnt sich dran und ich habe mich dran gewöhnt, seitdem ich ein iPhone habe, dass ich das tagtäglich aufladen muss. Und ja, das ist einfach so, ne? Das ist halt beim iPhone so. Das ist beim Smartphone allgemein. Die muss man ja allgemein alle 2 Tage, wenn es hochkommt, aufladen. Also wenn es gut läuft. Und ich meine, man muss ja auch mal bedenken, dass man halt auch eine Menge mit so einem Smartphone macht. Und dass diese Bildschirme, die brauchen natürlich auch jede Menge jede Menge Leistung. Ne? Ich meine, klar, manchmal denke ich auch, hätte man ein Smartphone mal entwickeln sollen, mit einem richtigen Akku drin, der auch wirklich Power hat. Ne? Also ich meine, alles wird irgendwie leistungsfähiger und ja, die Akkus, da versucht man ja, aber letztendlich ist es immer noch nach 1-2 Tagen, ja, na mal gucken, vielleicht ist es ja in 20 Jahren anders, aber andererseits, die wollen ja auch, dass man sich wieder neue Geräte kauft und neue Akkus kauft und wenn etwas natürlich ewig hält und dann ja, kaufen die Leute halt nicht nach und 50% klar. Das ist ja dann auch für die Verkäufer oder für die das verkaufen, ist natürlich auch nicht der Zweck. Ne? Die wollen die Geräte und Akkus und Zubehör und weiß ich was verkaufen. Ja, und da deswegen darf ja auch heutzutage nichts mehr lange halten. Ja, das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 420. Also nochmal ein bisschen zum Entspannen und wir hören uns dann in der Folge 421 wieder. Bis dann, ciao, ciao.